Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures. Es ist Tag 10 angebrochen auf meiner Reise in Georgien. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger unterwegs, also aus Yerevan oder in Yerevan bin ich ja viel, viel früher gestartet. Zumindest mal mit dem Flugzeug. Ich muss gerade mal gucken, vor mir kommt eine Kuh, die steht, hey, zwei Kühe, mitten auf der Straße. Ja, mal umfahren. Ja, also Tag 10 in Georgien. Und es geht heute von Matvidi nach Batumi ans Schwarze Meer. Ich bin eigentlich auch ganz froh drum, dass es jetzt Richtung Schwarzes Meer geht und auch Richtung Türkei. Aber da komme ich nachher nochmal dazu mit dem Thema Türkei und was mir so ein bisschen auf dem Herzen brennt. Ja, ich habe mir so ein bisschen als Backpacker habe ich mir so ein bisschen die Reise etwas anders vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich irgendwie müde. Ich kann nicht sagen, warum, wieso. Es ist, ja, wie ist es? Das Auto hat mir ganz schön viel Kraft gekostet, obwohl ich ja gar nichts dran umgeschraubt habe, aber es nervlich war es schon anstrengend in irgendeiner Form mit den ganzen Formalitäten, dann mit dem wird es überhaupt fertig. Das hat natürlich auch ein bisschen Geld gekostet, kommt auch noch hinzu. Aber ich war immerhin fünf Wochen oder fünfeinhalb Wochen in Yerevan und da kann man nicht viel machen. Vor allen Dingen, ich kannte die Stadt, ich kenne das Umland. Da ist natürlich nicht so viel zu machen und man sitzt dann so ein bisschen da und man verliert sich auch irgendwie in der Zeit. Aber wenn man gar nichts zu tun hat und nichts macht, dann wird man lazy. Und ich glaube, das hat mir nicht gut getan. Irgendwie alles so zusammen hat das auf meinen Travel-Mood, die Travel-Vibes sind verloren gegangen. Ja, alles so ein bisschen draufgeschlagen und ich bin jetzt, da bin ich eigentlich jetzt froh, dass es jetzt zum Roadtrip übergeht. Also ich werde auch das so handhaben jetzt, sag ich mal, dass die Sehenswürdigkeiten nebenbei, es ist so das Goodie. Aber die eigentliche Reise wird mit Wim und der Roadtrip sein nach Hause. Denn auch auf zu Hause freue ich mich ganz ehrlich gesagt. Da fängt jetzt gerade der Sommer an und irgendwie vermisse ich es schon. Und ich freue mich auch drauf. Also daher werde ich jetzt halt auch das hier so ein bisschen zum Roadtrip übergehen lassen. Und ich genieße auch das Fahren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es fährt sich ja jetzt nicht schnell. Ich meine, Topspeed war 92 letztens auf der Autobahn. Nicht umsonst ist hinten im Heck der 90er Aufkleber drauf von Arno dazumal. Ja, also wie gesagt, es wird jetzt so übergehen, ein bisschen ein Roadtrip. Und ich freue mich auch irgendwie, wenn mal das Wetter besser wird, weil das, muss ich ganz ehrlich sagen, war es halt auch nicht die ganze Zeit. Bei Regenfahren ist auch ein bisschen blöd. Vor allen Dingen, weil mein Scheibenwischer nur noch auf Intervall funktioniert und das geht dann so. Oder noch langsamer. Deswegen, ja. Ja. Also es wird jetzt halt eher so ein bisschen... Metern nach rechts abbiegen, um auf Sena Klinokalakdivivense Koni zu bleiben. Genau, da bleiben wir drauf. Ah, Schlaglochalarm. Ja, also es wird halt so ein bisschen mehr zum Roadtrip übergehen. Und ich freue mich halt auch, ein bisschen Kilometer zu machen, Strecke zu machen. Und ja. Jetzt geht es erstmal ein bisschen weiter. Abbiegen, um auf Sena Klinokalakdivivense Koni zu bleiben.
Genau, da bleiben wir jetzt mal drauf. Ja, und zu dem Thema mit dem Straßenverlauf von Senaki-Nokalakbibi-Bense Koni noch 21 Kilometer folgen. So, jetzt haben wir erstmal Ruhe. Ja, also so zu dem Thema mit der Türkei. Da komme ich nachher mal drauf. Ich glaube, ich komme irgendwann mal auf die Autobahn. Und dann habe ich auch noch ein bisschen mehr die freien Gedanken zu dem, was mich jetzt bewegt und wie die Aussichten sind für die nächsten Tage. Ich denke mir einfach mal, das ist ja auch interessant zu wissen, was so sich in mir selber ja, nicht aufgestaut hat, sondern einfach so entwickelt an den Gedanken, auch an ein bisschen an den Ängsten. Und ist auch immer mal ganz wichtig zu sehen. Daher jetzt geht es erstmal hier die nächsten 21 Kilometer ganz in Ruhe ja, voran. Vielleicht finde ich ja auch irgendwo noch ein kleines Café. Ein Café am frühen Morgen wäre natürlich schon schön. Und vielleicht auch ein bisschen Frühstück. Ja, wir haben jetzt, muss ich gerade mal gucken, 8.17 Uhr. Und so in 2,5 Stunden sollte ich dann auch in Batumi sein. Zu meiner Rechten habe ich eben schon das Schwarze Meer entdeckt. Also laut Google Maps fahren wir auch parallel daran entlang. Und ich wollte ja auch nochmal zurückkommen, so ein bisschen ja, auf meine ja, vielleicht Ängste jetzt, die jetzt in der Etappe praktisch bis in die Türkei da sind. Denn es ist so, das Auto ist ja nicht auf meinen Namen zugelassen und mein Horst, wo ich jetzt im Backpacker war, der hat gesagt, ja, die lassen dich nicht rein, zumindest mit georgischen Nummernschildern, wenn das Auto nicht auch auf deinen Namen registriert ist. Jetzt habe ich ja alles Mögliche mit, von Kaufvertrag bis Notarvertrag, dass das Auto mir gehört, das ist sogar mit einem Apostil beglaubigt worden vom Außenministerium in Jerewan. Also ich habe ziemlich viel mit und trotzdem ist es natürlich ja wirklich so ein Gedanke, man kommt da jetzt irgendwie nicht drüber. Habe ich mir natürlich gestern Abend auch schon so Gedanken gemacht. Es gibt natürlich die Variante C, also nach A ich komme rein, C ich muss wieder zurückfahren nach Jerewan. Aber ich habe gestern noch die Variante B mal nachgeschaut und zwar würde es nächsten Montag, also in 6 Tagen, eine Fähre geben nach Bulgarien. Okay, die kostet auch wieder Geld, naja, dafür spart man auch wieder Sprit, also wird vielleicht ein bisschen teurer sein. Und dann würde es über das ganze Schwarze Meer nach Bulgarien gehen und dann würde ich von Bulgarien über Griechenland, Italien die Variante wählen. Ja. Die Fähre würde 3 Tage fahren über das Schwarze Meer und wäre natürlich auch eine interessante Sache. Im Moment haben wir gerade Kühe auf der Straße. Jo, das wäre jetzt eine Variante. Also wie gesagt, das ist alles so ein bisschen gerade in mir drin. Ja, jetzt muss ich noch eine Werkstatt finden, für die Zylinder nachzuschauen oder eher gesagt die Ventile, Entschuldigung, ob der Spiel alles noch richtig ist. Ölwechsel ist ja kein Problem, aber ja, das sind alles so Sachen, die gerade so ein bisschen drücken, die Reisefreude drücken, denn das sind so Sachen, mit denen habe ich mich als Backpacker mit dem Rucksack ja nie beschäftigt. Ich bin überall reingekommen, einfach drüber gelaufen über die Grenze, da geht's. Mehr muss ich nicht machen.
Jetzt mit dem Auto hast du Papiere, musst gucken, dass das funktioniert und. Also es, ja, es ist halt einiges zu tun. Aber ich bin guten Mutes, sonst hätte ich auch den Trip erst gar nicht angefangen, dass das funktionieren wird und ich auch in die Türkei reinkomme. Nach 500 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Also, sonst hätte ich das Projekt ja auch gar nicht gestartet. Ich bin guten Mutes, dass ich weiterkomme und dass ich auch nach Deutschland komme. Wenn nicht, wäre natürlich als allerletztes die Variante C ziemlich blöd. Aber ich schau mal. Ja, nach langer Zeit mal wieder ein Kreisel, wo richtig viel los ist und jetzt kommt ewig nichts mehr. Aber vor mir habe ich einen schweren LKW. Wir werden erstmal überholen hier. Ja, also das sind irgendwie die Polizei hinter mir, die jetzt was von mir wollen oder nicht, oder ich habe das Licht an, weil vorhin in dem Dings, ich glaube, ich kriege jetzt Besuch von der Polizei. Das ist mein erster Polizeieinsatz dann. Ich bin mal gespannt. Ja, ja, die kommt. Ich halt an und bin lieb und nett. Da ist auch gerade Platz. Ich bin mal gespannt, was ich falsch gemacht habe. Hello. How much you want? No, English. English or German. Passport. In the back. Okay. Also er sagt, ich habe die durchgezogene Linie beim LKW überholen, überfahren, macht 50 Lari Strafe. Jetzt checkt er meinen Pass, meinen Führerschein und meine Versicherung für das Auto. Und aber 50 Lari. Okay. Ja, das war jetzt mein erster Strafzettel. Wird vielleicht ja nicht der letzte bleiben. Allerdings muss man den hier bezahlen. Die sind nämlich ganz clever, die Jungs in Georgien. Denn wer dir nicht bezahlt, bei der Ausreise kriegen die das da mit, checken die das. Und dann hast du ein richtiges Problem. Weil dann kostet es, glaube ich, mehr. Und ja, irgendwie, was weiß ich. Also auf alle Fälle bezahlen, aber ist ja auch nochmal eine Erfahrung wert. 50 Lari, ja, das sind, da soll ich überlegen, 18 Euro ungefähr, schätze ich mal. Naja, hätte ich anders ausgeben können, ne? Okay, aber das gehört dazu.
Was erwartet dich in der Folge 14? Wim und ich haben das Schwarze Meer und Batumi erreicht. Bevor es weiter auf unserer Route in die Türkei gehen soll, muss Wim jedoch seine Ventile kontrolliert bekommen und eine kleine Inspektion samt Öl- und Ölfilterwechsel möchte er auch haben. Diesen Aufenthalt im Lada-Spa muss ich in Batumi noch organisieren. Erkunde mit mir die Schwarzmeerstadt von Georgien. Ich würde mich freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat. Lass ein Like da und abonniere den Kanal. Und um keine Folge zu verpassen, drück einfach auf die Glocke.